Wenn sich zwei Geraden schneiden, bilden sich vier Winkel. Gegenüberliegende Winkel sind gleich groß, wir sprechen von Scheitelwinkel. Alpha ist gleich Gamma und Beta ist gleich Delta. Winkel, die nebeneinander liegen, heißen Nebenwinkel. Die Summe der Nebenwinkel ist 180 Grad. Alpha plus Beta ist 180 Grad, Beta plus Gamma, Gamma plus Delta und Delta plus Alpha sind auch 180 Grad. Wenn wir zwei parallele Geraden haben, eine dritte Gerade, die diese beiden Geraden schneidet, so haben wir Z, F und E-Winkel. Die Z-Winkel, auch Wechselwinkel genannt, sind gleich. Die F-Winkel, auch Stufenwinkel genannt, sind ebenfalls gleich. Und die E-Winkel oder Nachbarwinkel ergänzen sich zu 180 Grad. Wir haben zwei Scheitelpunkte. Vier Scheitelwinkel sind identisch. Alpha, Alpha Strich, Gamma, Gamma Strich und Beta, Beta Strich, Delta, Delta Strich. Wir zeichnen ein Dreieck ABC und parallel zur Seite AB durch den Punkt C eine Gerade. Jetzt erkennen wir am Punkt C sämtliche Innenwinkel des Dreiecks. Innenwinkel Gamma, Innenwinkel Alpha als Stufenwinkel und Innenwinkel Beta als Wechselwinkel. Wir erkennen, dass Alpha plus Beta plus Gamma gleich einem gestreckten Winkel entsprechend 180 Grad entsprechen. Die Winkelsumme im Dreieck ist 180 Grad. Jedes Viereck kann man sich aus zwei Dreiecken zusammengesetzt denken. Wir haben also zweimal die Innenwinkelsumme von 180 Grad, entsprechend 360 Grad. Die Summe der Innenwinkel im Viereck ist 360 Grad. Wir sollen in dieser Konstruktion aus vier Geraden sämtliche Winkel identifizieren. Winkel Alpha ist gegeben und die rechten Winkel sind gegeben. Wir haben den Scheitelwinkel von Alpha. Wir haben die Winkelsumme im Dreieck und können so Gamma berechnen. Wir können Nebenwinkel ergänzen, einmal die rechten Winkel, einmal die Nebenwinkel zu Gamma. Und mit Hilfe der Winkelsumme im Viereck können wir auch den Winkel links unten ermitteln.